Ein Grundstück in Deutschland für eine Familienlandsitz zu erwerben, ist sehr schwierig. Es reicht doch erstmal auch ein kleines Grundstück zu haben und diese dann liebevoll zu gestalten. Natürlich ist das ausreichend. Das ist der erste Schritt. In Russland bekamen die Menschen vor vielen Jahren einen kleinen Garten mit 600 Quadratmeter. Dort konnten sie zwar nicht alles so umsetzen wie auf einem Familienlandsitz mit 10.000 Quadratmeter, dennoch konnten sie ihre Erfahrungen sammeln. Es kommen aber jetzt auch Menschen aus Deutschland nach Russland, um Familienlandsitze zu gründen. Eine Frage, welche kommt von vielen Menschen. Viele Paaren kommen aus unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel der Mann aus Europa, die Frau aus Südamerika. Sie leben beispielsweise momentan in Europa. Wie ist es mit Ihnen, mit Ihrem Heimat? Wo ist der für denen? Solche Menschen haben keine Heimat. Aber was bedeutet Familienlandsitz? Nicht nur, dass ich hier lebe, ich versammle hier meine ganzen Ahnen. Es kann auch so sein, dass einer aus der Familie in Argentinien, der andere in Amerika und der dritte in Deutschland wohnt. Ich erschaffe eine Ahnenheimat auf meinem Familienlandsitz. Für alle, für die ganze Familie. Wie kann man die Heimat der Ahnen nennen? Eine Wohnung, die langsam zerfällt oder aber schon zerfallen ist. Man sollte dort anfangen, wo wir können unsere eigenen Garten gründen. Ja, bei mir war das so, dass ich meinen Familienlandsitz nicht selbst ausgesucht habe, sondern die Menschen ihn für mich ausgesucht haben. Es ist nicht der beste im Dorf. Dort gibt es nicht die beste Erde, aber es ist mein eigen. Ich besuchte einmal Familienlandsitze. Manche bauten dort ihre Häuser auf, die anderen beschäftigten sich mit ihren Gärten. Aber ein Grundstück war ziemlich verwildert. Alles wucherte zu. Ich fragte, warum dieses Grundstück verlassen war und in solch einen Zustand war. Und mein Begleiter gab mir als Antwort, dass es mein Grundstück sei. Also ging ich hinein durch das hohe Gestrüpp und schaute auf das Nachbargrundstück, das einem Doktor gehörte. Bei ihm war alles sehr gepflegt und es tat mir plötzlich so leid, dass mein Land in solch einem erbärmlichen Zustand war. Also nahm ich mir die nötige Zeit und entfernte das Unkraut und habe angefangen, die Erde zu bearbeiten. Jetzt ist dieses Stückchen Erde der schönste und der beste Ort geworden, obwohl die Erde sehr lehmig ist. Ich habe auch so ein Grundstück, Lehm und viel Steine, aber dort wächst alles, was ich brauche. Lehm kann man auch nützen. Wir haben hier so gute Ideen und Pläne. Doch wenn wir mit dem Interview weitermachen, bringe ich noch alles durcheinander. Ich möchte hier gerne einen Abschluss machen. Ich danke, wir beenden das Interview.